JunkFoodTaster.com, episode 2243. And this episode will be about the Nestle Kit Kat Crisp Easter Bunny. Yeah, red one, of course. Have a break. Have a Kit Kat. Alright, so I got the already the After 8 Bunny, now the Kit Kat one. Really interested. Yeah, so it's just crisp chocolate. Really looks like the After 8 one, also with the flowers at the bottom. Yeah, one big corporation. Yeah. Yep. And the third guy on the block is the Smarties bunny. Okay, before I cut the guy, let's have a look on ingredients. So the main ingredient is sugar, and they say like the it's a crunchy cereal in there. So this is interesting. So let's cut it. Yeah, you can hear by the cutting that it's already crunchy. And also look at this here. Looks interesting, doesn't it? Okay, I think a second cut. Yeah, and now the taste in. I think raw. Yeah, it doesn't blow me away. It's crunchy, it's chocolate, but yeah, the After 8 one was a mint chocolate, this was something else. This is just a chocolate, it's boring. Yet another, I have to eat too much chocolate in the last past of time. Okay, if you have tried this yourself, I could say it's the best crunchy chocolate ever, then please write a comment. Yeah, and you have still your Easter products. Yeah, Easter is over, but I have still some Easter stuff left, so those are the others reviews. Okay, jetzt hier der Knusperhase, der Crisphase im KitKat. KitKat ist doch Waffel, oder? Jetzt schreiben wir hier unten auf dem Etikett irgendwas von Knuspergetreide. Ja. Wahrscheinlich bis ich mich überfüttert jetzt von Schokolade so. Das haut mich jetzt nicht mehr so vom Hocker so. Ist halt knusprig ein bisschen, dann sieht man ja hier irgendwie, wenn man hier durchguckt, irgend so ein Zeug noch drin. Kann ich das irgendwie cutten? Das sieht man hier vielleicht ein bisschen. Hier, wenn man hier auf die Ecke guckt. Solches Zeug ist da halt drin, ne? Okay, ja, Draw. Kann ich jetzt nicht so viel damit anfangen. Ich habe noch relativ viel Osterzeug hier rumliegen, das noch weg muss. Zum Beispiel noch diesen Klapperhasen. Der kommt auch im selben Konzern so. Da war ja auch der After-Eight-Hase. Der After-Eight-Hase war aber Mint-Schokolade. Da war das was anderes. Da war das okay. Ich bin wahrscheinlich momentan ein bisschen überfressen mit Schokolade. So, ne? Gut, ja. Wer den probiert hat, kann ja mal berichten. Vielleicht gibt es ja einen oder anderen, der sagt, ja, das ist so die Offenbarung, diese Knusper-Schokolade. Jemand, der vielleicht drauf schwört oder so. Ich find's einfach, naja, ich find's ein bisschen langweilig so. Ich habe mich so ein bisschen an Zetti Knusperflocken. Okay, das wäre es gewesen mit der Folge. Danke, dass ihr zugesehen habt.